Ich möchte einen Brief vorlesen von einem besorgten Bürger. Das ist ein öffentlicher Brief an unseren Herrn Außenminister Kurz. Und ja, so, also ein beherzter Bürger war das, der schreibt: sehr geehrter Minister Kurz, für mich als politisch interessierten, jedoch keiner Partei angehörigen Menschen waren Sie, Herr Minister, trotz oder besser gerade wegen Ihrer Jugend eine Hoffnung für Veränderung zum Besseren in unserer politischen Landschaft. Nun habe ich Ihr Statement in der ZIP 2 gesehen und musste feststellen, dass auch Sie bereits nach kürzester Zeit vom System völlig vereinnahmt wurden. Herr Minister Kurz, man sieht Ihnen in diesem Beitrag sehr deutlich an, dass Sie sich bei diesem Interview alles andere als wohl fühlten. Und das ist durchaus verständlich. Also kennt ihr seine Pose da so. Nachdem ich Sie persönlich für intelligent und durchaus nicht für naiv halte, ziehe ich aus dem Gesehenen den Schluss, dass Sie bei Frau Dickelbacher wider besseren Wissens argumentiert haben. Jeder nur einigermaßen Informierte weiß, dass der Konflikt in der Ukraine von der USA, NATO geschürt und forciert wurde und die EU mit einer faschistoiden Putschregierung auf Augenhöhe Gespräche führt. Also im Prinzip, mich hat das am Anfang auch etwas verwundert und ich habe immer gewartet auf den Aha-Effekt, ja. Irgendwann einmal wird sich das ja auflösen in Wohlgefallen, ja, dass die sagen: Oh, Mann, was ist denn das für eine Regierung, ja? Aber ist auch nicht passiert. Nicht Putin, Russland ist der Aggressor, auch wenn dies der Mainstream bis zum Abwinken trommelt. Und sie wissen das ganz genau. Dennoch behaupten sie öffentlich das Gegenteil und damit die Unwahrheit. Es sollte Ihnen auch bewusst sein, dass nach Beendigung des Kalten Krieges nur die damalige Sowjetunion ihre Truppen aus den sogenannten Ostblockstaaten abgezogen hat. Der Warschauer Pakt wurde gelöst. Außerdem sollte es keine Osterweiterung der NATO geben. Nichts von den Versprechungen des Westens wurden gehalten. Sind das die oft strapazierten Werte des Westens? Ist Ihnen überhaupt nicht bewusst, dass hier die übelste Kriegshetze betrieben wird, für die auch Sie sich einspannen lassen? Hier wird ein mit Nuklearwaffen hochgerüsteter Staat unentwegt provoziert und sämtliche Tatsachen werden verdreht und auf den Kopf gestellt, wobei vieles sich mittlerweile offen als glatte Lüge herausgestellt hat. Falls hier wirklich ein Krieg entsteht, so wird dieser in Europa sein. Wollen Sie das allen Ernstes? Wenn nicht, warum handeln und argumentieren Sie dann so und vermitteln der zusehenden Masse ein verdrehtes Bild und das Ganze als Vertreter eines angeblich neutralen Staates? Als Außenminister muss Ihnen doch klar sein, dass ausschließlich die USA/NATO daran interessiert ist. Die Hintergründe sind ja hinlänglich bekannt. Herr Minister Kurz, ich appelliere an Ihr Gewissen und an Ihre Verantwortung gegenüber den Menschen, deren Wohl Sie im Auge haben sollten. Lassen Sie sich nicht länger für Kriegshetze und Propaganda missbrauchen. Jene, die den Krieg provozieren, sitzen in Sicherheit und machen sich lustig über jene, die letztlich ihren Kopf hinhalten müssen, ohne das zu wollen. Mit höchst besorgten und doch hoffnungsvollen Grüßen, H.O. Und ich finde das. Beifall für den Mutigen. Und ich finde das, was dieser Mensch gemacht hat, finde ich auch wichtig. Also in Anbetracht des 9/11-Jahrestages
möchte ich euch vielleicht eine Idee in den Kopf setzen. So wie 9/11 in der offiziellen Darstellung dargestellt wird, ja, so genauso kommt das in die Geschichtsbücher. Und mir geht es jetzt darum, wer von euch, also wir versammeln uns aber immer, und ich möchte einmal euch fragen, welche Aktionen oder was macht ihr in Bezug auf diese Realität, welche da uns von den Medien gezeigt wird? Schreibt ihr Briefe? Belagert ihr Redaktionen? Macht ihr etwas? Oder, also mir geht es nur darum, ja, um das Wort und auch das Wissen, ja, dass man das diesen Leuten eigentlich nicht leicht macht, dass sie diese verdrehten Sachen da durchboxen durch die Medien. Weil viel zu wenigen Menschen ist es eigentlich leider Gottes immer noch nicht bewusst. Ja? Und ich finde, nach so langer Zeit, ich weiß nicht, wie viele Monate das jetzt her ist, ja, es ist immer noch ein Großteil von den Menschen unterwegs, ja, und ich bin teilweise immer wieder erschrocken, wie uninformiert die Leute sind oder wie informiert die Leute werden. Und man muss sich auch bewusst machen, dass diese Leute, die haben keine Zeit, dass sie da wieder unendlich da recherchieren im Internet und sich wirklich die Informationen dazu zurechtholen. Ja? Und ich würde an euch, mein einziger Appell an euch wäre, ja, wenn ihr schon nichts macht, sage ich einmal so, im Geiste, also die einzige Waffe, die wir haben, ist ja der Geist. Ja? Also ich schreibe pro Tag eine Zeitung an und gehe mit diesen Zeitungen eigentlich sehr hart ins Gericht. Ja? Ich provoziere teilweise die Leute, bleibe aber noch höflich, weil meine Erfahrung hat gezeigt, wenn man diese Leute, wenn man nicht polarisiert, ja, kommt man mit diesen Leuten teilweise gar nicht ins Gespräch. Ja? Da wird von Anfang an abgeblockt. Ja? Außer man reizt sie wirklich bei der, wie soll ich sagen, bei der Job-Ehre. Ja? Bei der Job-Ehre, kommen sie raus, ja? Da lassen sie sich herauslocken und da kommt es teilweise wirklich zum Dialog. Ja? Und ich habe festgestellt, dass diese Leute, Reporter, ja, diese Geschichten teilweise wirklich selber glauben. Das ist ja das, was das Verrückte an dem Ganzen ist. Ja? Die glauben das selber. Die glauben das selber. Und diese Leute leben in, ja, ich weiß nicht, in diesem Drehbuch, ja, in diesem vorgefertigten. Und ich würde einfach nur einen Appell an euch richten. Ich will einfach nur die Idee bei euch in den Köpfen setzen, ja, vielleicht, dass ihr einen Brief pro Woche, wenn ihr Zeit findet, müsst ihr nicht hart formulieren oder so, aber dass ihr keine Ruhe gebt, weil steter Tropfen höhlt eigentlich den Stein, weil man sieht, das Ergebnis sieht man auch jetzt in Deutschland. Habt ihr gehört, dass CNN jetzt 200 Mitarbeiter entlassen hat? Weiß das irgendwer? CNN, BBC, all die großen Medienverlage, ja, die haben massive Probleme. Wirklich massivste Probleme. Ja. Und wir müssen einfach den Druck aufrechterhalten. Ja, weil das Ganze bröckelt ja schon. Ja, das Ganze bröckelt schon. Weil auf der anderen Seite, ihr könnt auch kreativ sein. Wenn ihr zum Beispiel keine ORF-Gebühren zahlen wollt, ja, da gibt es ein Gerichtsurteil in England, wo einer
die BBC geklagt hat, weil er hat gesagt, ich zahle den Schmarrn nimmer mehr. Ja? Ich zahle diesen Propagandasender gebe ich kein Geld mehr. Und er hat das aber so argumentiert mit dem von der BBC, mit dem vorzeitig oder noch stehenden Gebäude 7. Und das war ein Beweis vor Gericht. Ja? Das war ein Beweis vor Gericht, weil da gibt es das eine Video, wo eine halbe Stunde vorher angekündigt wurde, das Gebäude stürzt ein und hin und her, und im Hintergrund steht es aber noch auf der linken Seite. Und er hat aber mit dieser Argumentation, ja, hat er es erreicht, dass er gesagt hat, ja, ja, der Richter hat dann gesagt, ja, hat er recht, ja, muss er nicht mehr zahlen. Ja. Also wer den Kampf, sage ich einmal, diesen Intellektuellen aufnehmen möchte, ja, schreibt die Medien an und lasst sie wissen, dass ihr es wisst. Ja. Weil im Endeffekt, wenn ihr es nicht macht oder wenn wir es nicht machen, kommt genauso in die Geschichtsbücher rein, wie es heute erzählt wird. Das ist das. Okay, danke euch.